Instagram testet längere Stories und eine Studie zeigt, welche Videos bei TikTok besonders gut funktionieren. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Herzlich willkommen zu 7x7x7, den wöchentlichen Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt wie jeden Sonntag die wichtigsten 7 News aus dem Online-Marketing aus den letzten 7 Tagen in ungefähr 7 Minuten. Und falls du es noch nicht gemacht hast, lass jetzt ein Abo da, um jede Woche die aktuellsten News zu bekommen und keine mehr zu verpassen. Und wir legen direkt los mit der ersten News. Instagram testet offenbar gerade längere Story-Videos. Es ist gerade ein Screenshot aufgetaucht, wo insgesamt 60 Sekunden Story-Video möglich sind. Das heißt, bei einem längeren Story-Video wird es nicht mehr aufgeteilt in 15 Sekunden einzelne Story-Blöcke, sondern am Stück 60 Sekunden Video-Story. Vielleicht zukünftig möglich, aktuell nur ein Test. Fürs Marketing natürlich spannend, du kannst dann dasselbe Video bei Reels verwenden, wie vielleicht auch in den Stories, also tolle Möglichkeiten für Content Repurposing oder Reposting oder auch andere Content-Formate. Momentan nur ein Test, ob das für alle kommt, werden wir sehen, wenn ja, erfährst du es hier auf jeden Fall in den News. Dann hat Pinterest eine Studie veröffentlicht dazu, wie gut Video-Ads bei Pinterest funktionieren. Ist das ein bisschen so ein Kanal, der unter dem Radar bei vielen durchfliegt, obwohl er eigentlich mega hohe Nutzerzahlen schon hat und auch sehr gut funktioniert in bestimmten Branchen. Trotzdem machen die wenigsten aktiv Marketing auf Pinterest. Und da will jetzt Pinterest selber eben ein bisschen gegenwirken und zeigt eben, wie gut die Videos funktionieren. Ergebnisse sind, dass dreimal höhere Aufrufraten der Videos als im Durchschnitt der Social Media Kanäle erzielt werden konnten und eine zweimal höhere Completion Rate der Videos, also bis zum Ende angeschaut. Und sie sagen auch, kaufbezogene Handlungen nach einem Video-View finden doppelt so häufig statt wie bei anderen Social-Media-Kanälen. Also Video-Ads auf Pinterest offenbar doch eine sehr effektive Möglichkeit, Werbung zu machen. Noch ein Test von Instagram, auch der könnte spannend werden, wenn der für alle kommt. Es gab die ersten Screenshots, die ersten Accounts auch schon, wo der Text des Story-Sticker-Links geändert werden konnte. Das heißt, wenn du einen Link in deine Story reinpackst über den Story-Sticker, kannst du vielleicht bald unterhalb dieses Linkfelds auch einen Text angeben, der dann eben der Ankertext wird für diesen Link, dass dann nicht mehr nur die Domain steht wie aktuell, sondern eben was Ansprechenderes, ja, zum Beispiel klick jetzt hier oder mehr Infos unter diesem Link oder irgend sowas, was halt Leute eher zum Klicken anregen würde, als nur der reine Domain-Namen. Geht noch nicht für alle Accounts, nur für ausgewählte. Guck mal rein, ob es bei dir schon geht. Ich habe es noch nicht. Es gibt einen anderen Hack, wie man den Link-Sticker ein bisschen schöner gestalten kann und klickstärker machen kann. Den Trick verrate ich dir demnächst hier in einem Video auf allen Kanälen. Bleib einfach hier dran, dann wirst du das auch sehen. Wie viele Hashtags muss ich eigentlich verwenden? Ja, zu der Frage gibt es ja ständig neue Antworten. Instagram selber hat mal vor einiger Zeit gesagt, dass 3 bis 5 Hashtags ideal wären. Ja, 30 sind ja möglich, aber sie haben gesagt, nee, 3 bis 5 reicht völlig aus, mehr bringt nicht mehr. Zu einem anderen Ergebnis kommt jetzt eine Studie von Later. Die haben jede Menge Posts ausgewertet und sich angeschaut, was bringt denn wie viel Interaktionsrate und wie viel Reichweite. Und die haben gesagt, nee, mehr Hashtags bringen tatsächlich mehr. 20 Hashtags bringen im Schnitt die größte Reichweite. Ab 5 Hashtags steigt das an und bei 20 ist eben so anscheinend der Sweet Spot, wo die höchste Reichweite im Schnitt passiert. Die Engagement Rate ist sogar bei 30 Hashtags noch höher. Also Later empfiehlt im Gegensatz zu Instagram selber, dass man die Hashtags doch eher ausreizt und eben 20 bis 30 Hashtags in seine Postings einbaut. Du hast eine Seite, einen Content erstellt und jetzt ist die Frage, rankt der sofort bei Google gut, obwohl er neu ist? Oder haben vielleicht alte Seiten Ranking-Vorteile? Diese Frage wurde Google gestellt und Google hat auch geantwortet und gesagt, in vielen Fällen rankt eine alte Seite, ein alter Inhalt schon besser, weil er eben mehr Zeit hatte, Ranking-Signale zu sammeln. Zum Beispiel auch Backlinks zu sammeln oder halt Trust zu erzeugen. Also alte Inhalte können einen Vorteil bringen, außer bei Themen, wo Aktualität wichtig ist.
Das siehst du ja gerade bei so News-Themen, wenn du nach Corona oder so googelst, wirst du sehr, sehr viele ganz neue Seiten, die erst ein paar Stunden alt sind, im Ranking sehen. Also da kann es sein, dass auch ganz neue Frischlinge im Ranking quasi Ranking erzeugen. Bei anderen Themen eben spielt offenbar das Alter eine Rolle und da gibt es Alter so einen gewissen Trust-Bonus. Alte Domains haben ja generell einen Vorteil, aber auch alte Inhalte können einen Vorteil haben, wenn das Thema nicht gerade nach Aktualität schreit. Welche Videos werden eigentlich bei TikTok am erfolgreichsten? Der Frage ist Semrush in einer aktuellen Studie nachgegangen und hat 300 der viralsten Videos auf TikTok analysiert und mal verglichen, was haben die gemeinsam. Dabei kam raus, dass bei 37% der Videos eine Person spricht, also ein Talking Head Video, eben bei über einem Drittel der viralsten Videos war das der Fall. Davon 51% spricht die Person, wie ich jetzt gerade, direkt in die Kamera. Bei 33% mit einer anderen Person, diese typischen Formatvideos, wo man sich mit sich selber quasi unterhält. Das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Bei einem Drittel der viralsten Videos, wo jemand spricht, war das eben der Fall. 36% gehören zur Kategorie Humor, also lustige Videos werden offenbar im Schnitt viraler. Über 50% dieser viralen Videos nutzen auch Musik als Hintergrund. Und ganz spannend, brauchst du einen blauen Haken, um viral zu werden? Nee. 83% der viralsten Videos kommen von Creatoren ohne blauen Haken, also auch ohne Verifizierung kannst du auf TikTok durch die Decke gehen. Der Tooltip der Woche ist photopea.com. Das ist eine Art Photoshop in gratis und im Netz, also webbasiert. Da hat irgendjemand mal komplett Photoshop nachgebaut und du kannst also alle Funktionen auch wirklich nutzen, webbasiert und kostenlos. Du kannst sogar PSD-Dateien und andere Dateien aus der Adobe-Welt da drin verarbeiten und bearbeiten. Also wenn du jetzt nicht irgendwie Photoshop hast oder gerade darauf keinen Zugriff hast, kannst du mit Photopea sehr, sehr viele dieser Funktionen nutzen und wirklich hochwertige Bildbearbeitung auch online-basiert im Browser durchführen. Das waren die 7 wichtigsten, aktuellsten News der Woche. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo da, lass jetzt einen Daumen da, teil das Video mit deinen Kollegen und deinen Freundinnen und dann sehen wir uns nächsten Sonntag um 17 Uhr wieder hier. In diesem Sinne, hab eine gute Woche, bleib gesund, hau rein, dein Felix Beilharz.